Nur malheureusement haben die Croissant, École Française und so weiter, das hat also nicht so funktioniert. Was waren die Lieblingsfächer in der Schule? Worauf habt ihr euch mehr konzentriert? Also oder eher außerschulische Interessen? Ich liebe ja Laberfächer. Also ich habe immer so Ethik und da, wo man viel erzählen kann und dem Lehrer so ein bisschen einwickeln kann. Ein so, da weiß man auch. Laberfächer ist genau. So der Begriff dafür, ja. Okay? Genau, und sonst Kunst habe ich immer ganz gerne gemacht. Ich kann ja ganz gut. So aber wenn ich jetzt sagen müsste, Lieblingsfach, dann müsste ich glaube ich echt lügen. Ja, ich hätte natürlich gedacht, vielleicht der Musikunterricht hat das. Nee, so. Da war, Musik habe ich abgewählt, ja. Wie also, Musik abgewählt? Musik war. Ich fand es ganz schlimm, ich hatte im Singen immer eine 2 oder 3. Und also die Musiklehrer können ja wirklich auch die, also du musst ja wirklich diesen Plan auswendig lernen, was du da hast. Irgendwelche Biografien und Volkslieder singen und das lag mir überhaupt nicht. Ich wollte eigene Songs machen und ich wollte wirklich eigene Sachen machen. Das ist null individuell, also du kannst da wirklich überhaupt nichts machen. Und natürlich habe ich dementsprechend dann auch gesungen und wirklich die Lehrer haben da auch überhaupt kein Talent oder so gefördert, sondern da waren wirklich mehrere Leute, die wirklich gute Sachen gemacht haben und auch viel Musik privat gemacht haben, aber das hat im Musikunterricht immer gefehlt. Also der Musikunterricht ist im Grunde verbesserungsbedürftig. Das ist ja so, wie wenn Franz Beckenbauer hier sitzen würde und sagen würde, Sportunterricht ist eine Katastrophe. Ja, also für mich übrigens auch. Finde ich übrigens auch. Genau. Das war ja jetzt nur ein Beispiel. Sag du was zum Musikunterricht. Das ja, also bei mir war das genau dasselbe. Wir hatten die gleiche Lehrerin auch. Also wir waren zwar in unterschiedlichen Klassen, aber hatten die gleiche Lehrerin. Das war total langweilig. Also ich glaube, ich hatte mal eine gute Sache im Musikunterricht. Da durften wir einen Song schreiben zum Thema Gewalt und Rassismus war das. Und da haben wir dann, durften wir einen Song schreiben, jeder. Und dann haben so ein paar Leute da gerappt und ein paar haben da Songs geschrieben und so. Das war individuell. Das war echt gut. Und ansonsten wirklich nur so Volkslieder singen wie Hoch auf dem gelben Wagen. Und ja, so das, wenn ihr das jetzt hier mal singen würdet, das wäre allerdings der Kracher. Nee, das kann ich ja nicht mehr. Das wäre jetzt der Kracher. Ah, hätten wir doch Walter Scheel einladen sollen. Ex-Bundespräsident, der hat das nämlich gesungen. Ja, also ich habe mir da auch immer direkt die 6 geben lassen dann. Ja, sonst, also ich hätte vielleicht das haben aber viele gemacht und manche hatten dann immer so sich was schreiben lassen, dass sie gerade im Stimmbruch sind und die mussten den Text dann nur aufsagen. Genau, da gab es nämlich vom Arzt immer. Da konntest du immer hingehen und sagen, ich habe ein bisschen Halsschmerzen und dann ging das auch immer, dann brauchtest du nicht. Das ist verrückt. Ich meine, das ist die erfolgreichste deutsche Band und die sagen, Musikunterricht ist voll doof. Ja. Also eigentlich schade. Und insofern kann man darüber reden, dass da auch Chancen verpasst werden. Ja, genau. Habt ihr nicht so Instrumente kennengelernt und vielleicht ein bisschen an die Oper herangeführt oder so? Nee, also es gibt ein paar schöne wirklich, Sachen in der Musik also auch. Es war wirklich so, dass du halt viel von Leuten Biografien auswendig lernen musst und wir mussten in der Hausaufgaben irgendeinen Zahlenstrahl machen und weiß ich nicht. Also es war sehr, sehr wenig Musik eigentlich und das war super viel Theorie und es war überhaupt nicht dieses Individuelle, dieses Einbringen und so, das war halt echt nicht. Und das hat mir immer total gefehlt. Wir haben das auch immer vorgeschlagen und so und es war wirklich ganz, ganz selten, dass jemand sich auch einen Song aussuchen durfte. Habt ihr schon mal eine Oper gesehen? Eine ganze? Nee. Ich glaube ich auch nicht, nee. Nee? Kennt ihr eine? Irgendeine? Das mussten wir auch mal lernen. Ja, oh Gott. Nein, das ist aber jetzt hier nicht die Fortsetzung des Musikunterrichts. Also so ist nicht also gemein. Ich bin da ganz schlecht. Ich kenne mich ja auch theoretisch so, ich kenne mich ja in der Theorie der Musik auch überhaupt nicht aus. Das heißt, wir können auch alle, zum Beispiel können wir alle keine Noten, ja? Und wir können irgendwie, wir haben das immer so gemacht, wir setzen uns hin, ich schreibe einen Text irgendwie und Tom macht das Riff dazu. Und wir hatten irgendwie... Das Riff heißt also praktisch die Gitarren. Die Gitarren, genau. Aber er kann irgendwie keine... Noten, also gar kein ist übertrieben, aber ich habe mich damit nie so befasst. Also wir haben auch nie nach Noten gespielt. Wir haben auch unsere Songs nie auf Notenblättern festgehalten oder sowas. Das heißt, das ist im Grunde immer nur eine Vereinbarung. Ja, genau. Das ist auch alles, was wir spielen, so ist nur im Kopf und da gibt es nichts Aufgeschriebenes und so. Und das ist nicht jetzt so, dass du sagst, weil ihr spielt in C-Dur und dann sagt ihr mal, lass uns mal in F-Dur probieren, weil vielleicht ist das dann von der Stimmlage also probieren, besser. Also probieren ist immer gut. Wir probieren immer ganz viel. Also es geht dann immer hin und her und wir testen irgendwie ganz viel auch so. Aber mit Aufschreiben und so, da hatte ich es noch nie. Also das Einzige, was ich aufschreibe, sind wirklich die Texte. Ansonsten. Verrückt, so funktioniert Musik heutzutage. Ja. Warum auch nicht? Ja, jetzt haben wir über Paris gesprochen, aber ist ja längst nicht die einzige Auslandserfahrung. In Moskau seid ihr auch gewesen. Ja, genau. Ja, könnt ihr auch die Begrüßung auf Russisch oder? Nee? Kann oh jetzt. Nee, was macht mit dem? Nee, ihr habt doch kein Russisch mehr in der Schule gehabt, oder? Nee, wir Russisch hatten nicht. Wir haben eure Mutter vermutet. Gustav kann Russisch ein bisschen. Ja, genau, aber du hast doch eine Begrüßung gesagt. Nee, ich habe nur ein Wort gesagt. Wie geht's oder so war das? Kakdela oder sowas? Kakdela. So, ja, ich glaube, da oben wäre schon Russisch. So, ja, ist das richtig? Ist richtig. Kakdela, wie geht's euch oder sowas? Ja, wie geht's oder und, so? Ja, haben die denn dann auch mitgesungen? Ja, wirklich. Also auch in Russland, das war echt abgefahren. Wirklich, die können jedes Wort. Neulich haben wir irgendwie aus Polen jemanden gesehen, der hat bei so einer Show mitgemacht, hat Monsun gesungen, so Karaoke-mäßig und konnte wirklich von vorn bis hin das ganze Lied auswendig und auch richtig gesungen, ausgesprochen. Alles. Gut ausgesprochen, also nicht so wie... Es war echt gut und ich dachte, abgefahren. Ja, es war echt gut, also wirklich.
Und die besonderen Erlebnisse in Moskau, sind das Riesenkonzerte? Pilgern die dann irgendwie aus dem ganzen Land an? Also das war unser Erbe. Wir waren einmal da bis jetzt und wir hatten irgendwie, das war eine 6000er Halle und die war gleich auch ausverkauft. Also es war echt verrückt. So eine große Halle, du kommst irgendwie in so ein komplett anderes Land und das sind so viele neue Eindrücke und auf einmal stehen da trotzdem so viele Fans. Das war schon geil. In Russland gibt es ja auch die Bravo, oder? Russische Bravo. Ja. Das seid ihr vermutlich auch Titel? Ja. Ja. Also weil wir hatten dann so ein paar Pressetermine und so. Das ist immer lustig, weil ich sehe immer die Fotos und weiß nicht, was da drunter steht. Da stehen dann natürlich auch über, also die ganzen dicken Überschriften und ich weiß immer nicht, was das heißt. Die können da im Prinzip schreiben, was sie wollen. Was sie wollen, ja. Und vor allem, wir machen ja dann noch Fotos. Ihr könnt es zumindest nicht überprüfen. Ja. Nee, also die können da wirklich irgendwie welche Beleidigungen wahrscheinlich draufschreiben und ich halte trotzdem noch das Magazin in die Kamera oder so, weil ich weiß es echt nicht, was da steht. Wann singt ihr auf Englisch? Wir sind dabei. Also wir machen immer so 1:1 Übersetzung von den Texten und wir sind jetzt dabei, das zu machen und nehmen auch auf. Ich muss jetzt quasi ins Studio und singe alle Songs nochmal ein. Ja. Und, auf Englisch? Auf Englisch, ja. Okay. Das heißt, ihr plant im Grunde genommen auch die große internationale Karriere? Ja, also wir sind da nicht so, dass wir es jetzt total durchplanen, sondern es ist mehr so, dass wir irgendwie das wieder auf uns zukommen lassen, ähnlich wie in Frankreich. Dass wir also gucken, wo ist Interesse und so. Und wir hatten wirklich schon ganz, ganz viele Leute auch aus England und so, die uns geschrieben haben und gesagt haben, irgendwie, das ist geile Musik. Und genau, in Planung ist jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Also wir wissen jetzt noch gar nicht, wann wir ob wir überhaupt mal nach England gehen und so weiter. Also wir lassen das, wie gesagt, echt ein bisschen offen. Ist auch noch nicht fertig. Ja, cool. Ich würde sowieso langsam rangehen, aber ich meine, wenn man gut und erfolgreich ist, warum soll man den Engländern nicht sagen, was gute Musik ist? Das stimmt. Ja? Ja. Und die Sprache lernen vorher. Weil das ist, glaube ich, bei denen und dann Amerika und so, das haben die gar nicht gelernt. Nee. Du musst auch wirklich, wir haben jetzt in Frankreich und so, waren wir bei einer TV schon, hatten dann so einen Knopf im Ohr und dann hatten wir das irgendwie immer übersetzt bekommen. Und bei den allen ist es ausgefallen und ich war der Einzige, der halt noch was gehört hat. Und das war so, die waren sehr lustig, sage ich mal, in der Sendung. Ja? Also die haben sehr viel durcheinander gesprochen und so. Und die hatten gar nicht die Geduld, dass die Frau hier im Ohr quasi aussprechen konnte und haben immer schon weitererzählt und wir kamen gar nicht irgendwie zum Zug. Und die anderen haben mich dann immer angeguckt und dachten so, okay, was muss ich denn jetzt sagen? Und ich habe immer versucht, quasi die Frage in meine Antwort mit einzubauen, dass die anderen dann einsteigen können. Also es ist nicht so einfach dann. Du musst eigentlich schon die Sprache sprechen. In einem anderen Land und mit einer anderen Sprache. Habt ihr ein Vorbild, wenn es darum geht, deutsche Musik ins Englische zu übertragen? Ich habe zum Beispiel an Nena gedacht, die ja auch in Deutschland erst und dann 99 Red Balloons, großes Lied in Amerika gehabt. Das stimmt, ja. Also das man sieht also, man kann das durchaus machen so. Also das Schwierige an der Sache ist ja, dass man die Texte 1:1 übersetzen muss, und damit es auch wirklich den gleichen Inhalt hat. Und da muss es natürlich noch gut klingen und auch trotzdem sich so ein bisschen reimen und so weiter. Also das ist schon nicht so einfach. Und vor allem muss es ja auch muttersprachlich klingen. Also ich darf ja überhaupt nicht was Deutsches da drin haben. So. Sonst sagen ja alle irgendwie so ein Vollidiot, der kann ja überhaupt kein Englisch und so. Ja, da musst du also aufpassen. Through the monsoon. Ja, das war echt schwer. Also wir haben auch lange rumgeschrien. Manchmal im Studio through stand ich dann und habe das irgendwie dann gesungen. Und gerade dieses TH. Ich habe eingesungen für ihn. Ja. Also, ne? Wirklich, wahr? Quatsch, nein, der kann überhaupt nicht singen. Nee. Der kann nicht mal im Background singen. Ach, du kannst gar nicht? Natürlich. Ja. Also jetzt Ich lasse mir das immer schön rausdrehen. Ich hatte einmal beim Konzert, da hatte ich die anderen Jungs ganz, ganz laut auf meinem In-Ear-Monitoring. Das war eine Katastrophe. In-Ear-Monitoring heißt, du hast Knöpfe im Ohr? Ja, genau. Und da hatte ich die hier drin. Und irgendwie die Jungs, die werden immer schön so, die singen natürlich auch auf Konzerten, brauche ich ja so ein bisschen Background und sie geben sich also Mühe. Also wenn ich, aber es ist wirklich so, ich hatte das einmal drin und ich lasse mir das grundsätzlich rausdrehen. Also, mach die Jungs weg. Klare Ansage in die Tonregie, die also Jungs weg. Wenn ich mitsinge, ja, dann lasse ich mich auch überhaupt nicht draufgeben auf meinen Monitor. Also du kannst ja gar nicht gut Du willst sein, das selber nicht hören, was du da singst. Ich kann das nicht hören. Also das bringt mich völlig durcheinander, wenn ich ja meine Stimme höre und dabei noch Gitarre spielen muss, da kriege ich gar nicht mehr hin. Und dann gucken wir uns einmal ganz kurz einen Ausschnitt aus der Single an. Das ist die neue, ne? Genau. 483 heißt das Album. Genau. Zimmer 483. Zimmer 483. Und dann wollen wir mal hören. Guck mal hier.